Dritter geworden. Aber die letzten fünf hat er in Serie alle gewonnen. Und was auch für ihn spricht, ist natürlich ein gewaltiger Vorsprung von fast einer Sekunde. Aber trotzdem, der wird sich da jetzt 95 Hundertstel verwalten, tut er nicht. Nein. Er wird richtig Gas geben. Hier ist Marco Odermatt im roten Trikot. Und wahrscheinlich wird das ein Lauf zum Genießen. Ja, es ist schon so jetzt, wenn er mit der Hand dann so nach rein geht, wenn er ein bisschen am Limit ist, dann riecht er sich gleich, dass, wenn was da schief geht, stützt sich der mit der Hand wieder ab. Gut, sehr kontrolliert. Boah, da ist er ganz schön eng reingezogen. Boah, gute Linie, eine freche Linie den Hang. Sehr kontrolliert fährt er das. So, ja, da schneidet er rote Linie, 64 Hundertstel. Schwarz war schneller um 2 Zehntel, aber Odermatt hat Polster. Ja, das passt. Schau, jetzt hat er den Rhythmus im Grunde. Mag es ihm im Normalfall nicht mehr aus. Das kontrolliert er jetzt einfach. Ja, da, da, da. Nein, trotzdem, er lässt den Ski laufen. Trotzdem auf Schwung, ja. Auf Zug. Er weiß, das letzte Hemd riskiere ich da jetzt nicht. Aber es ist die Sekunde. Das reicht. Er hat sie im 8 Zehntel jetzt. Und jetzt wird sich ausgehen für Marco Odermatt, 27. Weltcup-Sieg. Ganz schlau verwalten tut er das Ganze. Wunderbar hat er es umgesetzt. Und dann hätte er aufrecht durchs Ziel fahren können. Gratulation, Marco Odermatt, Sieg zum 6. Mal in Folge im Riesentorlauf. Es ist sein 27. Weltcup-Sieg. Jetzt redet der